Kann man nicht irgendwie veranlassen, dass wir einen Lagerstellenwechsel umführen, obwohl es doch so Probleme gibt mit Clearstream und den Gazprom-Aktien, um die Aktien zu übertragen? Das wollte Simon bei Guni wissen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Also sie haben in der Tat die Möglichkeit, einen Lagerstellenwechsel normalerweise durchzuführen. Und das ist auch der normale Weg, wie das jetzt in letzter Zeit gemacht wurde, wenn jetzt Aktien übertragen wurden. Weil Clearstream Deutschland hat die ganze Zeit schon irgendwie die Aktien nicht weiter übertragen. Also wenn sie die Aktien zu Freedom Finance übertragen, dann müssen die ja quasi von Clearstream nach Euroclear übertragen werden. Und genau das ist das Problem. Das macht Clearstream momentan nicht mehr mit. Also der klassische Weg vorher war, dass die von Clearstream Deutschland nach Clearstream Luxemburg übertragen wurden und von Clearstream Luxemburg dann übertragen wurden zu Euroclear. Also so ein Dreiecksspiel war das sowieso schon immer. Und ja, deswegen sieht es momentan in der Tat so aus, als wäre das eher schwierig. Man kann das allerdings machen. Also wenn der Broker da nicht selber auf die Idee kommt, das zu machen, wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und das Beste wäre, wenn sie es schaffen würden, ihre Aktien zur DTC, also zur amerikanischen Verwahrstelle, zu übertragen oder halt direkt zu Euroclear.